Pia Dobelke, 24 Jahre jung, Juniorchefin in einem Heizungs- und Sanitärfachbetrieb. Sie ist hier zuständig für Heizanlagenaufträge und Einsatzplanung der Mitarbeiter. Und da hat sie regelmäßig Stress. Zu viele Aufträge, zu wenig Handwerker. Ein Dauerproblem, nicht nur hier. Wir sind jetzt so 33 Mann und also um alle Aufträge relativ zeitnah abzuarbeiten, bräuchten schon so 45 bis 50. Also wir sind schon ein bisschen am Schieben mit den Projekten, ne? Also die Kunden müssen dann schon halt ein bisschen länger warten, ne? Der Betrieb wirbt an der Fassade nicht nur für seine Produkte, er sucht per Plakat mehr Mitarbeiter. Fachkräfte fehlen in allen Branchen, auch durch den demografischen Wandel. Doch in den letzten 10 Jahren ist dank sinkender Arbeitslosigkeit und anderer Effekte die Zahl der Arbeitskräfte in Deutschland sogar um mehr als 5% gestiegen. Im Handwerk sank sie gleichzeitig um deutlich mehr als 3%. Und das, obwohl in Zeiten von Energiewende und alternder Gesellschaft gerade Handwerker dringend benötigt werden. Im Haus des Handwerks sieht dessen Zentralverband mehrere Ursachen, aber eine ganz besonders. Wir laufen seit Jahrzehnten einer falschen Bildungspolitik hinterher, die davon getragen war, den jungen Menschen zu signalisieren, dass sie nur über Abitur und Studium ihre Zukunft positiv gestalten können. Das ist falsch. Der eine Weg führt über die akademische Bildung, der zweite über die berufliche. Beide sind gleich viel wert. Das muss in die Köpfe. Tatsächlich gibt es seit Jahrzehnten einen klaren Trend. Ein immer größer werdender Teil der deutschen Schüler macht Abitur. Eine kontinuierlich wachsende Zahl junger Menschen sieht ihre Zukunft in den Hörsälen der Universitäten und Hochschulen. In den 90er Jahren gab es noch fast so viele Lehrlinge wie Studenten. Ab dem Jahr 2000 ändert sich das erst langsam, dann immer schneller. Heute befinden sich mehr als doppelt so viele junge Menschen im Studium als in einer Lehre. Auch Pia Dobelke hat Abitur, danach in einer speziellen Dreifachausbildung Gesellenmeister plus Bachelor in Betriebswirtschaft. Heute plant sie komplexe Heizungsanlagen, organisiert deren Bau und würde Schülern gerne vermitteln, welche große Chancen im Handwerk existieren. Doch das ist schwer. Ich hatte eine Anfrage von meiner Schule, wo ich das Abi gemacht habe. Die haben so Berufsfelderkundungstage gemacht und wollten einen Vortrag über das Handwerk haben. Und die Schüler konnten sich halt für die verschiedenen Vorträge eintragen. Und ja, fürs Handwerk wollte den Vortrag keiner hören. Vor einer technischen Hochschule treffen wir junge Menschen, die sich für ein Studium entschieden haben. Aber warum? Warum nicht? Noch ein bisschen das Leben genießen und ja, danach einen guten Job starten, hoffentlich. Also bei mir ist einfach, weil in meiner Familie hat jeder studiert und deswegen war es irgendwie für mich immer klar, dass ich ein Studium mache. Ich habe mein Abi gemacht und ich dachte mir, wenn ich jetzt schon mein Abi habe, dann kann ich direkt mit studieren. Wenn schon Abi, dann auch Studium. Aber wenn immer mehr junge Menschen Abitur haben, gibt es heute mehr klügere Menschen? Oder sind vielleicht doch immer mehr junge Menschen an der Uni eigentlich falsch? Professor Bold lehrt an der Technischen Hochschule Köln seit Jahrzehnten Mathematik für Studienanfänger, abstrakten Stoff. Er beobachtet, dass immer mehr Studenten damit Probleme haben. Man konnte früher viel besser sagen, das kannst du nicht, das musst du so und so machen. Und dann brauchten die vielleicht 3, 4 Versuche, bis sie es konnten. Und heute gibt es ganz viele, die brauchen da 10, 12 Versuche. Und es gibt auch ganz viele, die brauchen unendlich viele Versuche und schaffen es irgendwie gar nicht. Trotzdem zieht es immer mehr junge Menschen an die Hochschulen zum theoretischen Lernen. Auch weil viele sich so bessere Chancen im Beruf versprechen. Weil das Studium mir einen möglichen Vorteil bietet, um auf dem Jobmarkt halt ein bisschen mehr Geld zu bekommen. Weil danach mehr Gehalt. Meinen Sie? Ja. Sicher? Ja. Beim Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sieht Professorin Silke Anger neben Hoffnung auf mehr Gehalt auch andere Gründe, warum Jugendliche weniger auf Handwerk stehen. Unsere Umfragen zeigen, dass ihnen besonders Spaß an der beruflichen Tätigkeit wichtig ist, dass ihnen gesunde und sichere Arbeitsbedingungen wichtig sind und dass sie keinen Wert auf körperliche Tätigkeiten legen. Im Gegenteil, sie versuchen dies eher zu vermeiden. Dieser junge Mitarbeiter der Firma Dobelke hat nicht studiert, arbeitet teilweise auch auf Baustellen. Wie sieht er das so mit Spaß und körperlicher Tätigkeit?
Spaß bei der Arbeit habe ich. Das Körperliche wird mittlerweile immer weniger, da wir immer mehr Elektronik haben. Immer die Sachen immer kleiner werden, heißt körperliche Arbeit wird eigentlich immer weniger. Bleibt ein Faktor, der für die befragten Studenten besonders wichtig schien, der Lohn. Hätte nicht auch der Handwerker gerne einen Job, in dem er besser bezahlt würde? Natürlich gibt es immer Jobs, die besser bezahlt sind. Aber durch den Fachkräftemangel ist natürlich auch bei uns in der Branche der Lohn angestiegen. Und naja, ich sag mal so, ich kann mir als Geselle ein eigenes Haus leisten. Und das ist kein Einzelfall. Ein Studium garantiert nicht per se ein höheres Lebenseinkommen. Es gibt viele Berufe, für die man lediglich einen Berufsabschluss braucht, in denen man ein höheres Lebenseinkommen erzielen kann als mit einem Hochschulabschluss. Natürlich gehört zu vielen Handwerksberufen auch körperliche Arbeit, etwa für Robert Mülleneisen. Er hat Abitur, begann dann ein Studium Biochemie. Im Labor lief es super, in der Theorie eher nicht. Und dann habe ich mich zu meiner Schulzeit zurück besonnen. Und da habe ich während der Schule bei einem Handwerksunternehmen gearbeitet, das viel Spaß gemacht hat. Habe die gefragt, ob ich nicht die Lehre machen kann. Und gesagt, ja klar, komm vorbei. Habe ich 3 Jahre Lehre gemacht, im Anschluss den Meister gemacht und jetzt mein eigenes Unternehmen gegründet und bin selbstständig. Er hat ein Kaminstudio. Heute findet gerade eine Kunstausstellung statt, um neue Kunden zu locken. Auf Baustellen ist Robert Mülleneisen nur noch selten. Hat dafür 4 Mitarbeiter, aber hätte er mit Uni-Abschluss nicht mehr Geld verdienen können? Ich habe jetzt aktuell ein fixes Gehalt, was ich mir auszahle. Das ist vergleichbar mit einem Bachelor- oder Masterstudenten, der in die Arbeit einsteigt. Und am Ende des Jahres habe ich einen Gewinn, den ich mir ausschütten kann, wenn es gut läuft, für Träume oder Ähnliches. Und dann muss man schauen, wie sich das Unternehmen entwickelt. In Zukunft, wenn es wächst, habe ich natürlich auch noch mehr Verdienstmöglichkeiten. Natürlich kann nicht jeder Handwerker eine eigene Firma gründen, aber viele Handwerker suchen aktuell Nachfolger. 125.000 Betriebe warten in den nächsten 5 Jahren darauf, übernommen zu werden. Der Weg über Qualifizierung, sich weiterentwickeln bis in die Selbstständigkeit. Diese Chancen sind jetzt so gut wie nie. Aber wie kommt ein junger Mensch an Startkapital für so eine Handwerkskarriere? Allein die Ware im Lager kostet viel Geld. Woher nehmen, wenn man keine reichen Eltern hat? Als Geselle und Meister kann man anfangen, das erste Geld zu sparen, zurückzulegen. Dann braucht man sicherlich einen guten Plan und damit dann zur Bank gehen und die unterstützt sein. Handwerk hat goldenen Boden und da bleibt einem alles offen. Natürlich hat man Verbindlichkeiten, aber dafür hat man dann einen Gegenwert, selber etwas erschaffen, sein eigenes Unternehmen, das ein Leben hält und vielleicht sogar mehrere Generationen. Handwerker, aber auch Arbeitsmarktforscher würden sich wünschen, dass mehr junge Menschen die Chancen im Handwerk sehen und diese Perspektive auch in Schulen positiver vermittelt wird. Und Robert Mülleneisen hat noch eine Idee, wie auch der Staat helfen könnte. Der Azubi ist mit 700 Euro bis 1000 Euro Lehrlingsgehalt unterwegs. Wie soll er da in einer Stadt wie Köln sich eine Wohnung leisten können? Der Student hat da eine Lösung für, BAföG. So, warum gibt es diese Unterstützung, diese Wertschätzung für den Azubi nicht auch? Denn eines ist klar, wenn am Ende fast jeder studiert, wird unsere Wirtschaft ganz sicher auf Dauer nicht erfolgreich bleiben.